So, die Flotte hat bereits die volle Stärke. Das ist schrecklich, wenn man mal genau drüber nachdenkt, weil das bedeutet, dass noch sehr viel im Nachhinein kommt. So, Spezialprojekte erkunden, System erkunden. Ah, du channelst also gerade die US von A, verstehe. Weniger die US von A und mehr Großbritannien, würde ich behaupten wollen. Ne, also so würde ich sagen wollen. Ich gehe umher, fange Kriege an, um Vasallen zu bekommen und Untertanen. Ne, also das ist der klassische Brite, den ich hier gerade mache. Und wir werden höchstwahrscheinlich hier uns gegen die Roboter auch auflehnen. Weil ich sehr schwer davon ausgehe, dass es eine ziemlich doofe Idee sein wird von mir. Dann am Ende des Tages. So, du bist noch in einem Krieg. So, ich mach mal hier enigmatisches Tor, damit ich den Kram fertig hab. Ich würde halt ganz gerne hier irgendwelche Leute als mein Vasall oder sowas haben, ne? Ah. Die komplette Galaxie befindet sich so ziemlich gerade im Krieg. Und ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern. Oder zu sagen, Guys, chillt. Also gar nicht. Ach stimmt, die USA von Anfang der Kriege an, weil andere Nationen die Ressourcen in ihren Gebieten, ganz klar, die den USA gehören, nicht aussendig möchten. Nicht, weil die Leute ihnen generell auf den Sack gehen. Genau. Genau. Forschungsgeschwindigkeit Anomalie. Du hast es erfasst, Mod. Research concluded. So, Produktionsministerium. Nice. Strategisches Koordinationszentrum. Was macht das denn? Dieser Verein ist strategisch der entscheidende Megalith der nationalen Sicherheit der militärischen Planung. Ich habe keine Ahnung, es sagt mir nichts, was das Ding macht. Die Kosten stehen da, das ist schön. Was macht die Interstellare? Spielen, ne? Ich hab dich lieb. Apropos Megastrukturen. Eine reparierte oder verbesserte Megastruktur? Ne, merkst du selbst, Spiel. Spezialprojekte. System erkunden. Ich weiß aber fucking drauf, wie wahr diese Aussage ist, obwohl sie so absolut an den Haaren herbeigezogen klingt. Ja! Wir kommen auf unsere Erde. Das Lustige ist, ich verstehe nicht mal, warum hier übrigens Krieg herrscht gerade. Er herrscht gerade. Das ist auch, ich kann mal ins Situationsprotokoll gehen. Da kann ich hier unter Sieg gucken. Ja, da sieht man hier so Zahlen im Sinne von wirtschaftliche Macht, technologische Anzahl, System, Kolonien, Bewohnern, untergebene Reiche, Schiffe, eine Krise, ne, und gesammelte Relikte. Und ich bin hier oben mit 32.000. Und die nächste Person ist hier mit 11.000, die nächsten, so, die nicht geschummelt hat. AKA die Protectors, Remnant und Continuity. So, auf Sanctuary G ist noch niedrige Stabilität. Komm, ich schick noch mal ein paar von meinen Dudes hin. 1, 2, 3, 4, 5. So. G war's gewesen, ne? Ja. G war's gewesen. Achso, du hast keine Amenities. Sollen die Büroangestellten nicht Amenities machen? Also Dienstleistungen?
kriege ich doch bestimmt noch da Nahrung 2, da ist ein F dran. Die Diener habe ich hier 1, 2. 5. So, passt das jetzt oder jammert ihr noch immer rum? Geh mal aus dem Weg, du doofe Station. Ihr jammert noch immer rum. Tut das bitte nicht. Rumjammern ist hier nicht. So, Klontanks und autochthones Monument. Interstellar Debris analyzed. Ah, Debris wurde analyzed. Ich hätte kein Problem damit, wenn mein Untertan da eine Station reinsetzt. Bin ich ehrlich. Er ist nämlich ziemlich gechillt. Jetzt nachdem ich ihm auf die Finger geklopft habe. Freundlich natürlich. So, du bist gerade im Zollio-System. Megastruktur, Habitat. Ich brauche kein Habitat. Habe ich nicht den Forschungsnexus erforscht? Entschuldigung, habe ich da was missverstanden? Muss ich ja. So, was kann ich hier eigentlich in den Trümmern? Regeneratives Rumpfgewebe ist sogar gar nicht mal so bad. Grundlegend. So, Research concluded. Erkenntnis über das enigmatische Tor erhalten. Ach, guck mal, jetzt kriege ich hier den ganzen Schmuh, den ich schon eigentlich vor 7 Jahren hätte haben sollen. Also, ich würde gerne sagen 7 Ingame-Jahre, aber eigentlich vor 200 Ingame-Jahren hätte ich das haben sollen. Ne, ganz großes eigentlich. So, Einfluss, gib mir mal Netzbelastung, Produktionsziele. Na, du kannst da übrigens Bergbaustation und Forschungsstation bauen. Wenn du wirklich nur eine Flotte hast, mit 100.000 Stärke, dann krieg ich dich sogar. Leg mal nach Roshon. Komm, ich mach dich sogar mal zu meinem... Ne, ich werde dein Protektor. I'm going to protect you. Du möchtest das noch nicht. Weil du mich auch ganz kacke findest, grundlegend. Okay. So, Handelsankommen anbieten. Ich geb dir Shiny Stuff. Xenos lieben Shiny Stuff. Mögt ihr mich jetzt? Guck mal, jetzt mögen sie mich. Wieso? Shiny Stuff. Okay. Ihr geht jetzt mal da rein. Mit Fahnen und Gloria. Die gute alte Gloria kommt auch vorbei. Oh Gott, ich habe vergessen, dass das System so ein bisschen was beherbergt an Gegnern. Ah, kein Problem. Dafür ist das System auch ein echt gutes Mineralsystem. Sobald wir hier fertig sind. Wir müssen jetzt einmal, es ist jetzt gerade so ein bisschen, ne, wie ein dreckiges Fenster, muss erstmal links, einmal rechts, dann ne, von oben nach unten hinweg. Es dauert erstmal. Irgendein Krieg wurde beendet. Natürlich nicht von denen, mit denen ich in Krieg ziehen möchte. Das wäre auch... Oh. Ihr. Yeah. Midari Theory, nicht? Okay, Planänderung. Du gehst einmal dahin. Habe ich hier unten ein Forschungsschiff. Du bist in Norberg. Geh dahin. Komm, ich komme nicht so richtig an die ran.
So. Das Ende von Arcana Reavers. Nice. Hat ein bisschen gedauert, aber haben wir die jetzt auch mal entfernt. Da ist noch eine Flotte, Guys. Ignoriert die bitte nicht. Ich weiß, dass sie für euch keine Bedrohung darstellt, aber es ist unhöflich. Gut. System erkunden. Was machst du gerade? Ja, Spezialprojekte. Ihr vier geht jetzt einmal runter nach dorthin. Und du folgst dem da. Denn wir müssen jetzt halbwegs schnell agieren. Halbwegs. Regeneratives Rumpfgewebe. Was ist hier mit den ganzen Trümmern? Ist das auch alles nur regeneratives Rumpfgewebe? Ja. Das heißt, ich habe das quasi am Ende des Tages zu Ende erforscht. Gut, Avim ist auch kein schlechtes System. Achso, da war der Leviathan drin, um den wir uns gekümmert haben. Warum mögt ihr mich nicht? Achso! Ist aus dem Hyperraum in Plof gesprungen. Wo ist Plof? An die erbärmlichen Feiglinge aus Euphrem. Wenn ihr unsere Behausung zerstört, werden wir jetzt eure verbrennen. Wir haben nichts mehr zu verlieren, dafür habt ihr gesorgt. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen, ist im Kampf zu sterben und so viele eurer sogenannten Krieger mitzunehmen, wie wir können, wenn wir ins Jenseits reisen. Wirklich? Och, Kinder. Jeder andere hätte einfach wäre einfach auf den Boden gegangen und hätte gesagt, oh, jetzt bin ich tot. Shit. Aber ihr müsst jetzt... So ein Nonsens, ey. Und dann immer so over the top, so... Oh. Wir sind gar nicht so schlimm, wie ihr glaubt. Behaupte ich. Wenn ihr was anderes behaupten möchtet, dann tut das doch ganz gerne. So. Achso, das ist ja der... Der Planet. So. Genau, hier habe ich ein Modul. Da kommt ein Handelsknoten rein. Und dann kommt da ein Ankerplatz rein. Bei Sanctuary würde mir ganz, ganz viel Dings geben. Wobei, nee, du gibst mir sogar zwei Handelsknoten. Und dann kommst du nämlich auch noch Akmal. Nee, wie man hier gerade sieht, in Belveris Maelstrom kriegen wir gerade 11 Mineralien. So, for free. Die haben jetzt auch Frieden. United Yuskan State oder Midari Theocracy? United Yuskan, glaube ich. Weil, genau, die haben Elgate. Ja. Und du gehst nach Plof. Blau, Plof. Also du brauchst 300 Tage nach Plof. Wie lange brauchst du nach Plof? 200. Nee, dann gehst du bitte mit dahin. Interstellar Debris analyzed. Und du folgst bitte dem Typen. Genau. Oh, da ist sogar ein Spectre drin. Oh, das würde sich doppelt und fünffach lohnen. Wenn ich mir die jetzt hier einverleibe. Oder halt als Vasall hole. Oder beides. Du hast sogar nicht mal mehr irgendeinen Dude unter dir. Warte. Ach so, weil die jetzt zu dir gehören. Oh. Dann
geh du mal nach Omnak. Wem folgt gerade meine Armee? Chassis 3, okay. Kommen die jetzt wirklich irgendwann nach Plov oder habe ich da was missverstanden, als ich das überflogen habe? Irgendwie will mir gerade was sagen, dass ich da was missverstanden habe. Wie lange brauchst du dafür noch? 5 Befehle. Hierhin bewegen schon mal. Dann baue ich da nämlich ganz schnell gleich eine Dingstation. Die ich dann auch zu einer richtigen Station mache. Dann kann ich eher Domina eigentlich herabstufen, ja. Jupp, jupp. Wie geht's euch? Also ihr seid gerade richtig froh. Ich habe halt mit denen hier leider ein, zwei Minuspunkte gesammelt. Unglücklicherweise. Die fanden es wohl nicht so cool, dass ich Primitive annektiert habe. Es hat mir einen 4-mal einen Malus gegeben. Der jährlich tickt. Der jährlich tickt. Moin Alternis, na, was geht ab bei dir? Was ist, wenn ich dir... Du bist ja auch ein Xenos, ne? Du magst Shiny. Hier, nimm ein bisschen Shiny. Hup. Dann findest du mich nicht mehr so ganz kacke. Also du findest mich schon kacke. Aber ich mach 8 Punkte plus bei dir im Jahr. Beziehungsweise 6 Punkte, wenn man die 2 Punkte, die ich jährlich minus mache. Abzieht davon. Ne? Quick Maths. Warum mache ich das eigentlich so umständlich? Warum habe ich nicht dem gesagt, dass er hier unten... Man kann niemals behaupten, dass ich klug bin. Das wäre eine Lüge. Mein Gemütsstand ist mehr bedrückt, aber ansonsten ganz okay. Oh, was ist passiert? Falls du darüber reden magst. So, nice. Basis. Quick Math. Ja, Quick Math. Jo. Dann machst du bitte hier in Eglor System erkunden. Hier in Würde System erkunden. In Ziermo. Gestern ist meine Tante an Krebs gestorben. Mein Beileid. Mein Beileid, Alternis. Ist immer kacke. So, was haben wir jetzt bekommen? Ach, wir haben regeneratives Rumpfgewebe geschenkt bekommen. Dann erkunden wir dieses Thema. Gut, ne, du gehst jetzt da unten hin. Sollte ich eigentlich auch... Was hast du denn hier? 2, 5, 8. Das ist sogar eine Menge, was er hier hat. An Pew Pew. Dann sollte ich vielleicht doch noch einen zweiten hier runterschicken. Dass ich hier unten von da unten aus 2 Flotten machen kann. Dass ich von da aus 2 Flotten durch Belvarohr durchkrieg. So. Ja. Müssen wir uns. Ja, erstmal. Gut, von irgendwem beleidigt. Okay. So, Ginam, gib mir mal hier noch weitere Schiffswerften.
Und Ressourcensilo. Hey, meine Nahrung ist voll. Das ist gut. Eine Menge im Magen haben ist immer schön. Eine Frage, Obelix. Ich hab schon wieder Hunger. Achso, ich kann jetzt hier auf dem Planeten übrigens einfach mal ein paar Armeen rekrutieren. Gilde sind hier da. 5. Hier runter scrollen, gehen Soldatenarmee von 1, 2, 3, 4, 5 und ich auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich nochmal eine zweite Armee. Ist auch langsam Zeit, dass ich die benutze und mir hole. So. Achso, hier sind Leute ohne Arbeit. Leute ohne Arbeit! Das ist doch schön. Eigentlich. Habe ich hier nicht Produktion. Wie heißt das Ding? Produktionsprodukt. Ach, P, genau. Das ist das einzige Menü in Stellaris, was komplett richtig sortiert ist. Nach Buchstaben, Metallurgen, Handwerker. Das sind aber keine Handwerker, ne? Das sind genau Umwandler. Das heißt, das bringt mir relativ wenig, das hier zu bauen. Knowledge is the key to the universe. Kristall, synthetische Kristall, also unter S gucken. Das ist gerade da. Oh, Forschungsnexus. Ach, an dem haben wir gerade noch die gesamte Zeit gearbeitet. Den würde ich dann sogar ganz gerne bauen wollen. Den Forschungsnexus. Habe ich hier noch irgendwo ein bisschen Belva, Zolio. Da. Megastruktur bauen. Okay, kann ich machen. Sobald ich genug Einfluss habe, kann ich mir nicht irgendwie Einfluss schummeln. So, give Einfluss now. Nicht? Okay. Guck mal, Ambition kann ich mir noch gar nicht leisten. Nochmal verwüstet Torpedos, das ist nett. Schlachtschiffe schneller bauen, ist auch not bad. Construction completed. So. Sternbasis, auch da bauen. Ich warte darauf, dass die jetzt alle an ihre Position kommen. Der braucht aber noch ein bisschen. Ist hier ein Planet drin? Zwei sogar. Robex. Wird keine Armeen hier. So, dann hier schon mal zusammen und dann folgst du dem Dude. So, wie läuft der Sternenkrieg? Der Krieg läuft sogar relativ gut. Also, die Vorbereitungen für den Krieg laufen relativ gut. Wir positionieren gerade unsere Schiffe noch einmal. Und, ne, weil wir haben hier unten diese vier Systeme. Wieso macht der Autokorrektor Sternen sterben? Ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwo akkurat, wenn man über Krieg spricht. Genau, wir müssen uns die vier Systeme hier unter Nagel reißen und dann muss ich hier einmal den kompletten Kram hier mir nehmen. Und das dauert ein bisschen. Sklaven. Wir sind im Jahr 2446. 246 Jahre, nachdem das Spiel gestartet hat. Ich krieg ein. Entschuldigung, das macht mich jetzt ein bisschen wütend. Ich krieg jetzt 246 Jahre. Quasi 7000 Jahre, nachdem ich angefangen habe mit Sklaven, kriege ich jetzt Sklavenwelten als Entscheidung. Jetzt ist es auch egal, Spiel. Halt mir wirklich.
Das ist aber... Puh. 10 von 10 mad. 10 von 10 mad. Gut, vielleicht würde ich mein Forschungsnexus bauen können, wenn ich nicht immer Einfluss ausgeben würde. So, wie lange bis... Wunderbar. So, da noch eine Geschützbatterie und dann verbessern. Sklaverei ist immer der Play. Ja, es ist auch, es funktioniert ja. Ne? Es ist auch kein schlechter Play, so Sklaven zu haben und zu... Das klingt so falsch. In Stellaris. Es ist nicht schlecht, Sklaven zu haben in Stellaris. In Stellaris hat Sklaven haben keinen Nachteil. So, damit wir das einmal... damit man mir hier nichts Böses unterstellen kann. In Stellaris ist Sklaven haben komplett okay. Das machen viele. Meine eigenen Leute sind auch Sklaven, warum auch immer. Fatman Lag, vielen lieben Dank für deinen Host. So. Die fallende Maschinerie wurde vor 70.000 Jahren gebaut. Das Schicksal der außerirdischen Ingenieure, die es gebaut haben, ist unbekannt und sicher ist nur, dass sie den Planeten nicht mehr bewohnen. Bla 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 bla. Das ist eine Reliktwelt. So. Ziermann ist kein schlechtes System. Wir haben exotische Gase drin. Energie. Ja, das passt. So, Schichtwechsel, Regierungsethik. Wir gehen Regierungsethik, damit ich hier auf utopischer Traum gehen kann. Wie Träume? Träume gibt es nicht. So, das ist die Raiding Fleet. Wir haben nämlich das Gefühl, dass im Plov nichts passieren wird. So, gar nichts. So eine gute Nachtgeschichte. Um Kinder, um böse Kinder abzuschrecken. Genau. So, ist jetzt die Frage. Der hat jetzt hier... Seid ihr noch chill mit mir? Ihr seid noch voll chill mit mir. Das ist ja geil. Wie chill seid ihr mit mir? Nicht ganz so chill, ne? Selber schuld. So, wir können Sklavenwelten erstellen. Woo! Dann die Xenomorph-Armee. Ja, warum nicht? So, ihr habt niemanden als... Ihr habt keine Freunde mehr. Tribut verlangen? Nee. Achso, du bist... ich kann die nur als... Protektor-Status anbieten. Klar, er sagt jetzt vermutlich nö. Und ich sag, okay. Vasalisieren. We have exhausted all diplomatic options. Ne, wie die Dame immer so schön sagt, wir haben alle diplomatischen Optionen erschöpft. Alle. Wer was anderes behauptet, lügt. Und Lüge, Lüge gibt eine Rüge oder so. So. Das wird ein Massaker hier. Eieiei, irgendwo tut's mir leid für die. Ich weiß nicht mehr, wohin das Wurmloch von denen führt, aber vermutlich nirgendwo in meiner Nähe. Letzte berühmte Worte. Ich lasse ihn weiterhin einfach im Plov chillen. Lügen haben kleine Beine oder so, genau. Was hat Omikron? Das Schlimme ist, was der gemacht hat. Was hier vorher war. Hier waren vorher, wie schimpft es sich? Schwarmbewusstsein? Und Schwarmbewusstsein kommt nicht damit klar, wenn du die versuchst zu annektieren. Und das hat er genau gemacht. Dementsprechend sind ihm halt alle Leute gestorben, die auf dieser Welt waren. Und dementsprechend sind die Welten kacke. So, kurz gesagt. So, keiner von euch versucht, irgendwelche Leute mitzunehmen, ne? Wir sind nicht hier, um Freunde zu machen.